Hallo und herzlich willkommen zurück. Was für eine Blutlage. Flatsch. Ja, 7 days today. Also, ja, heute wieder mit spaßigen... Der Tobi hatte gerade zwischen den Folgen eine berechtigte Frage. Was denn? Jetzt habe ich das hier zu dem Holz gemacht. Ist das schlimm? Wahrscheinlich, ne? Das sieht echt scheiße aus jetzt. Ja, bitte lass das. Oder? Okay. Sieht so billo aus jetzt, ne? Ja. Hast du noch so einen Rahmen? Nee, ne? 103 habe ich noch. Okay. Kann man sich wieder abbauen einfach? Oh, okay. Also. Ja, Tatsache. Cool. Hab's repariert. So. Der Tobi hat eine berechtigte Frage, wenn man einen Keller baut, ne? Ich meine, es gibt Häuser in der Stadt mit Kellern. Ja. Und wir hatten ja das Problem, was wir die Brücke gebaut haben und haben schwere Sachen draufgestellt, da ist sie zusammengekracht. Wie ist das jetzt, wenn man so ein Haus hat, obendrauf schon und nachträglich einen Keller reinzimmert? Wahrscheinlich doch keine so gute Idee. Nee, da müsste es halt irgendwie so eine Statik-Map oder sowas von mir aus geben, wo man halt sieht, wo irgendwie was rot ist, wo du dann mit so einem Stahlpfeiler halt irgendwie... Ja, das wäre ganz cool tatsächlich. Weil ich glaube nicht, dass das gut geht, wenn wir hier oben unser ganzes Stuff haben und dann... Ja, das wäre vielleicht ein bisschen ungünstig. Oder man muss den Boden aus Zement machen. Das könnte natürlich auch sein. Ich weiß halt nicht, ich habe nie darauf geachtet, ob die Böden, wo im Keller drunter ist, ob das Zement war. Ich habe da nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich auch nicht, aber die meisten Häuser drüben sind ja auch aus Holz irgendwie, ne? Ja, das stimmt. Die sehen hui aus, sind aber mehr Kacke. Also richtig schön amerikanische Häuser. Sieht nach außen hin richtig fantastisch aus. Und dann hast du aber diese komischen hohlen Holzwände überall, wo die Ratten drin hausen und so. Und ja, und dann wundern, wenn das Ding wegfliegt, wenn ein Hurricane kommt. Ja, genau. Einfach wie so ein Streichholzhaus. So. Und sonst alles gut bei dir, Tobi? Ach ja, man lebt so vor sich hin. Erik, kennst das ja. Wie war denn dein Tag heute? Was hast du denn aufgenommen? Mein Tag war fantastisch heute. Ich habe heute nichts gemacht. Das ist ja nicht so viel. Ich wollte mal schlafen. Oh. Ja, geil. Da hat man Bock drauf. Ja, das war richtig schön. Huch. Aber ging ohne Probleme tatsächlich. Oh. Ein kleiner Tipp für Leute, die Retro-Spiele sammeln. Wenn ihr Retro-Spiele importiert, achtet immer darauf, dass es als Classic Games ausgewiesen wird. Das ist wesentlich günstiger als aktuelle Games. Oh. Das ist ein sehr wichtiger Insider-Tipp. Oh. Hier mache ich auch nochmal schnell zwei Holzdinger hin, ne? Oder? Aber können die dann besser durchbrechen, wenn die hier... Aber die brechen ja nicht durch. Ich glaube nicht. Ich habe tatsächlich lange geschlafen, Erik. Bis 2 Uhr. Dich, ne? Oh, bis 2. Der feine Herr. Gestern war ja WrestleMania. Oh, und wie war's? Ja, war lange, aber war gut. Ging irgendwie von 11 bis 7 Uhr morgen. Oh, okay. Das ist halt echt ein bisschen too much. Aber war cool. Aber ist das denn noch richtig? Also ist Wrestling immer noch so richtig hart am Wind quasi? Oder ist das alles eher so ein bisschen aufgeluscht heute? Ein bisschen noch mehr Show als damals? Damals? Ah, ich glaube, heute geht es sogar ein bisschen mehr in Richtung Sport tatsächlich. Früher war es ja richtig Show, so Attitude Era, Stone Cold Steve Austin, der mit Milch oder mit so einem Biertruck irgendwie in die Halle reingefahren kommt. Genau. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, echt mehr auf Sport ausgelegt, was ich persönlich sehr schade finde, weil das Entertainment manchmal einfach ein bisschen fehlt. Hm, okay. Aber ich gucke es nach wie vor gerne. Aber ist halt nicht jedermanns Sache, das verstehe ich schon. Ja gut, aber das ist ja bei allem so. Nein. Ach so, Entschuldigung. Natürlich bei meinen Let's Plays, die sind gut, die kann man sein. Mögen oder man mag sie halt nicht. Ja, aber sonst? Was? 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 Tobias? Bitte. Hier gucken noch Leute zu. Also die Hälfte von denen, die eigentlich zugucken sollten wahrscheinlich inzwischen. Oh. Moin? Hallo? Hallo?
Ist einer eingebrochen? Wir haben wieder eine Schreierin. Soll ich die mal schreien lassen? Gibt XP. Sie schreit. Oh, ich komm mal darüber. Jo, da kommen sofort, das spawnen sofort Viecher vom Berg. Wenn du die auch ein bisschen länger schreien lässt, die ist hier unten im Graben. Guck. Und dann, ach, da. Und immer wenn die schreit, kommen neue. Und da sind jetzt vier, die vom Berge kommen. Es spawnen immer zwei. Das heißt, wir können aber schnell hochleveln. Ja, das stimmt. Wobei, ja, ich, nicht, da unten. Wobei ich nicht weiß, ob das gut ist. Vor dem nächsten Blutmond jetzt extrem viel zu leveln. Ich hab noch 20 Kuchen im Kühlschrank. So. Ey. Schön. Oh, der ist besoffen. War bestimmt auf dem Darmstadt 98 Spiel. Voll der Augen, Manfred hier. Oh, ich verprügel den Boden. Das hilft. Der hat's aber auch verdient. Ist auch infiziert. Ja, ich hasse den Boden. Hä? Was macht die denn? Hä? Wie kommt die denn? Was macht die denn da? Ey. Ich glaube, die mag mich. Hallo? Ah, hier ist sie. Oh, und da sind auch noch andere. Hey, die gräbt sich da unten. Oh, da hinten kommt einer. Oh, in das Maisfeld kommen sie. Ja, da kommen auch noch zwei hier. Was ist das? Erik. Was sind das denn für welche? Ach du Scheiße. Und die Schreierin kommt da hinten. Boah. Wow. Oh, ich glaube, wir müssen die Schreierin langsam mal, die schreit schon wieder. Ja. Oh, sind die stark. Soll ich mal die Schreierin eliminieren? Bin schon dabei. Oh. Schreierin ist erstmal ruhig. Oh, Tobi, fort, der war auf mir. Der ist tot. Hier ist noch eine Schreierin. Ach du Scheiße. Vermehren die sich, wenn man die nicht tötet? Ja, ich glaube, die locken halt auch andere Schreierin an, kann das sein? Okay, die ist down. Wow. Da drüben ist noch eine. Ach du Scheiße. Oh toll, die ist runtergefallen. Oh mein Gott, wie viele sind denn hier unten? Der hat einen Rocker. Der hat einen Rocker gespawnt. Gut. Oh, die ist runtergefallen. Okay, das Wichtige ist nur, dass da unten keine Schreier sind. Oh, der hat mich erwischt. Oh, mein ganzes Gesicht riecht nach Zwetschgenkuchen. Scheiße. Also. Boah. Oh, der Rocker-Typ kommt. Vorsicht. Er stirbt doch mal jetzt. Vorsicht, Tobi, Vorsicht. Schön. Sie ist down. Level up. Fuck, nicht getroffen. Oh nein, jetzt bin ich wieder am Verbluten. Oh, das oh nein, das ist eine Schreierin. Ich lock die anderen mal weg, dass du die Schreierin killen kannst. Ich glaub, das ist nicht so richtig. Auto-Stamina. Die Schreierin habe ich. Sehr gut. Hab ich gerade gesehen, wie sie weggeflogen ist. So, ich treffe schon wieder nix. Ja. Dann bin ich wieder out of Stamina. Ich hasse das. Oh, wir kommen denn? Okay, das war, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Aber es gibt XP, ne? Also. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt. Sehr viele Übergewichtige heute hier. Sieht ein bisschen aus wie ZDF-Fernsehgarten. Bitte was, Erik? Was? Kannst du das nicht sagen? Was? Wie Moorhuhn spielen. Mit fetten Zwetschgenkuchen-Omis. Was ist da denn? Die halten aber schon ordentlich was aus mittlerweile. Oder meine ich das jetzt nur?
sind übrigens 3 Rocken, sozusagen. 3? Das sind aber weniger Rocken, wenn man den Kopf trifft. Sehr gut. Und er lebt noch vor sich, Erik. Ah, ja. Schön. Lade nach. Boah. Hä? Die trifft mich aber halt, obwohl ich sie... Nervt. Gut, ich glaube, es ist wieder Ruhe. Warte. Ach, okay, da hat noch einer gelebt. Was macht die denn? Ach, die twerkt wieder. Oh, ja, oh. Huch! Alles klar. Kein. Okay, also das mit den Schreiern ist eigentlich. Oh, ich hab fast 2 Level voll. Das mit den Schreiern ist eigentlich super, aber eigentlich auch eine Todesfalle, wenn die noch mehr Schreier ranholen, die noch mehr schreien, weil irgendwann. Da kommen halt echt viele dann irgendwann, ne? Ja. Tobi, wie ist denn das beim Blutmond, ne? Ja. Wenn da Schreier kommen und man kriegt es gar nicht mit und die holen dann noch mehr und noch mehr. Oh Gott. Ich will's gar nicht wissen. Oh, die graben wirklich. Guck mal hier unten. Die haben da das Ding schon empfindlich weggegraben. Mieses Pack. Okay, aber sonst hier hinten nicht. Das funktioniert ganz gut. Nur vorne haben die weggegraben. Mieses Pack. Okay, also tolle Idee mit dem XP-Farm, aber vielleicht auch gar nicht so gut. So. Ich kann aber, glaube ich, jetzt Intelligence hochskillen und dann kann ich den nächsten Science-Dings machen. Ah, sehr cool. Cool. It's Science! So. Ich würde gerne noch ein bisschen Zement machen. Also eigentlich würde ich gerne sehr, sehr viel Zement machen. Sehr unglaublich viel. Also ein bisschen was sagst du? Ja, geringfügig. Ich glaube, das muss ich an der Werkbank machen, ne? Ah ne, an der Forge war das. An der Forge. Ach ja, deswegen baller ich hier die ganze Zeit Steine rein. 4000 Steine haben wir da drin. Zement. Wie viel können wir machen, Maximum? Ich mach mal 57 für den Anfang. Das ist nicht gut. Dauert ja nur 12 Minuten. Alles klar. Dann kann ich auch wieder Steine einschmelzen. Ein Waffenreparaturset-Kit braucht man für die... dass man den Rohr reparieren kann. Also ich kann auch Steine besorgen, wenn du willst. Das ist absolut kein Problem. Also, Waffenreparaturkit haben wir und ich kann, glaube ich, auch welche basteln. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe noch, hier war noch eins. Uh-huh. Wonderful. Okay, man braucht 2. Wow. Okay, das war schon, puh. Ich guck mal kurz, warte mal. Waffenschrank. Weapon Flashlight, auch cool. Wie heißt denn? Reparaturkit heißen die einfach nur. Reparaturkit, alles klar. Triggerplate. Triggerplate? Used to trigger electrical events when stepped on. Oh, das ist geil. Electrical parts. Okay, können wir sogar schon machen. Ich weiß nicht genau, wie man das verbindet. Und ob man für Strom einen Generator braucht oder so. Aber, ich meine, die müssen ja irgendwo langkommen. Und wenn da so ein Tunnel ist und da ist so ein Trigger-Ding. Also, Tobi, warte mal. Angenommen, ne? Es ist Blutmond. Und die kommen erstmal alle angerannt und versuchen, durch eine Wand zu brechen. Wenn das eine Zementwand ist, nur mal angenommen, ne? Ja. Und die brechen da durch, weil die trennt die quasi von uns und so. Und da drin, ne? Und die müssen da durch ein Zement brechen und dadurch sammeln die sich erstmal alle davor, weil die anderen kommen dann in der Zeit nachgelaufen, wo die vorne versuchen, durchzubrechen. Das heißt, die sammeln sich da. Sobald das Ding aufgeht, brechen die durch. Und dann sind drin die Triggerplates, die zufällig irgendwelche Explosiva triggern. Und dadurch, dass die sich aber schon alle in diesem Tunnel auf engstem Raum befinden,
zumindest der erste Schub wahrscheinlich. Müssten die eigentlich schon alle? Die Frage ist halt, was, also wenn du so explosives Zeug nimmst, was, das sprengt doch bestimmt die Wände oder alles weg, oder? Ich weiß es nicht, aber das wäre eigentlich auch nur eine Falle. Also es ist eine Idee für eine Falle einfach nur. Ja, eine gute Idee ist das auf jeden Fall. Es gibt auch elektrische Zäune, ne, habe ich gerade gesehen. Was? Ja, gib mal Fans ein. F-A-N-S? Da kriege ich nichts. Okay, warte. Weißer Lattenzaun, Electric Fence Post. Oh, wire up two or more of these and shock your enemy. Ja. Ah, die müssen auch immer Strom kriegen, oder? Oder funktionieren die einfach so? Muss man Electric eingeben, also ich habe nur E-L-E-C eingegeben, dann gibt's Electric Wire Relay. Das ist so ein bisschen wie das bei Fallout, diese Dinger, glaube ich. Wires between Electric. Aber brauchen wir nicht einen Generator oder irgendwas, der mit Benzin läuft? Generator Bank. Use to generate power for your electrical components. Ah, alles klar. Okay. Und der braucht 100 pro Benzin. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Boah. Ich wollte erstmal Reparaturkit machen, ne? Also ich hatte noch zwei Stück, der Bohrer ist jetzt repariert, aber wenn du weißt, wie die gehen, brauchen kann man die immer, ne? Ja, ich mache nochmal zwei. Vielleicht sogar mehr. Mechanical Parts, Öl, Stoff, Fetzen, Klebeband. Mechanical Parts. Stoff, Fetzen. Klebeband. Ich glaube, Klebeband wird uns hinterher reinreißen. Davon haben wir nicht so viel, ne? Oder kann man denn selber machen? Ach, kann man selber machen. Ich erinnere mich. Ich mache mal 6 Reparaturkits. Geil. So. Wie Benzin hatten wir eigentlich, ne? Bisschen. Oh ja, gut, wir hatten noch. Ja, bisschen. Reicht geringfügig für irgendwas. Später kann man das selber machen, aber ich weiß nicht, wo man einen Ölschiefer herbekommt. Da. Ich glaube, man kann Öl farmen. Ach so. Ja, ja. Ach, hier war der Kleber übrigens auch drin. Ich pack mal Klebeband mit hier rein, oder? Öl. Mechanical Parts. So. Waffenreparatursets sind schon in der Kiste. 6 Stück. Cool. Ich glaube, ich trinke nochmal was und esse mal was. Ja, da gehe ich mal Steine farben, wa? Machst das in der Höhle, die du gegraben hast? Ja. Gräbst du einfach in so einen riesenlangen Tunnel? Ja, oder? Das finde ich voll cool. Mal gucken, wo wir rauskommen. Das finde ich gut. So. Okay, das hier wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Was braucht man neben Sand noch? Kleiner Stein. Okay, das kriegen wir hin. Ach, Sand könnten wir auch nochmal farmen gehen, nächste Folge. Ja, Bruchsand wäre ganz gut eigentlich. Weil wir das auch aus Stein machen könnten, aber eigentlich ist das Schwachsinn, weil wir haben ja eine Wüste in der Nähe. Richtig. Und wo sonst gibt es denn so viel Sand? Okay. Im Meer. Unter dem Meer. Baby, it's better. Down where it's better. Umgekehrt. Take it from me. Ich dachte, da geht noch einer, aber das war gerade nur ein Schatten. Okay. Das war ein Schatten seiner selbst. Unter dem Meer. Unter dem Meer. No, was gibt's denn unter dem Meer? Baby, it's better. Down where it's better. Ach nee, das ist schwer Englisch. So, ich baue mal die Stahlgerüste hin und dann gucken wir mal. Kann man eigentlich auf Zement, also später auf diesen Wänden, kann man die anmachen? Ach ja, wir haben ja Farbe. Ja, wir können die anmalen, ja. Voll geil. Huch, was war das denn? Hä? Ja, das finde ich gut. Das hier erinnert mich gerade ein bisschen an Minecraft. So. Hm.
Genau. Boah. Ja, erinnert mich sehr an Minecraft. Ich werde auch langsam so bräsig, wenn ich das gleiche immer mache und immer gucke. Boah. Boah. Verstehe ich nicht. Reicht. Ob das hier noch reicht für eine ganze Umrandung? So. Huch. Wer hatte denn diese größenwahnsinnige Idee? Ich weiß es nicht, Erik. Ich weiß es einfach nicht. Das kann es ja wohl nicht sein. Ah, hier war er kaputt. Stimmt ja. 7. Wird nicht ganz reichen. So. Gut. Das wird schön, wenn man das anmalen kann. Und dann ab oben kann man dann vielleicht wieder Holz nehmen oder irgendwas anderes. Da kommen die Zombies hoffentlich nicht hin. Und wir sollten uns irgendwie darum kümmern, was wir am Blutmond machen, ne? Ja, den werden wir wahrscheinlich nochmal random überleben müssen, aber ich denke, das Haus werden wir bis dahin nicht fertig kriegen. Vor allem will ich die auch gar nicht im Haus haben. Nee. Ich mache da zwar Zement hin und so, aber ehrlich gesagt würde ich den Blutmond gerne woanders verbringen und ich weiß aber noch nicht genau. Ah, ja, das mit dem Graben finde ich eigentlich schon ganz cool und die fallen auch alle da rein, buddeln sich zwar frei, aber generell mit dem Graben, ich glaube, da kann man schon was machen. Also was ich auf jeden Fall machen würde, ich glaube, ich würde die ganzen, zumindest unsere Sachen irgendwo anders verstauen als da oben. Ich würde den Blutmond auch gar nicht unbedingt hier, oder? Obwohl, vielleicht können wir es auch machen, wenn wir die Sachen hier weg haben. Aber wenn man den Graben noch verbreitert und dann an Wände reinmacht, so Zementwände, dann würde wir gehen halt in dieses Haus da drüben, ne? In diesen Shop. Achso, in den. Ja. Wir müssen mal gucken, ob das Stein ist oder auch aus Holz. Ja, das stimmt. Aber da hätten wir ein Dach, wo wir erstmal hochklettern können. Die können ja nicht alle gleichzeitig hochklettern, weißt du? Ja, das stimmt. Aber wenn die es schaffen und wie sie bei World War Z da irgendwie alle nach oben kommen, dann, Ja, dann sind wir natürlich gefickt. Das kann man ganz klar so sagen. Dann das Ende. So, was mache ich denn, während du weg bist? Ich bin gleich wieder da, Erik. Vor allem, du hast ja diesen schnieken Bohrer. Sag mal, wie macht man sich diesen Bohrer eigentlich? Was brauche ich dafür? Bierer. Aha, ja. Erdbohrer. Ja, dann mache ich mir auch mal einen, wa? Ja, go. Dieses fantastische Erlebnis will ich mir nicht vorenthalten. So. Oh, was ist das? Kann ja nicht jeder so viel Glück haben wie der feine Herr Tobias, weißt du? So ein geiles Ding. Oh. Was denn? Ist das eine... Oh, ich habe eine Eisenader gefunden, glaube ich. Oh, Alter, nimm die mit. Mach ich gerade. Oder ist das hier Narnia? Ich weiß es noch nicht. So, wir brauchen noch 10 geschmiedeten Stahl. Haben wir hier. Oh ne, das ist eine fette Eisenader, Erik. Boah, ja geil. Oh, Tobi, nimm die mit. Das kann man alles einschmelzen. Dann können wir natürlich da wieder sinnvoll das Haus vergrößern. Geil. Erdbohrer. Ach, nö. Hast du das Rezept noch nicht gelernt? Ja, ist schon jetzt. Aber der frisst eh sau viel Benzin. Also das Benzin, was ich da mitgenommen habe, die 1000 Grad sind jetzt schon weg. Electric Fences brauchen wir übrigens auch noch. Das kommt erst später. Blade Traps. Geil. Das kommt auch erst später. Steel Items und Tools. Aber was brauche ich denn dafür? Ich fände es irgendwie praktischer, wenn er einem sagen würde, was man dafür braucht. Ja. Ich kann gerade nur raten. Steel, ist das dann der Steelworker? Craft Steel Items und Tools? Weil das fasst ja eigentlich alles zusammen. Ich mache mal Folgendes. Ich guck mal ganz kurz. So. Stahl. Wie heißt der Erdbohrer, ne?
Seven Days to Die Erdbohrer, offizielle Seven Days to Die Wiki, da schaue ich mal ganz kurz rein. So, ja, danke, alles super. Ingenieur, fortgeschrittenes Ingenieurwesen 5. Freischaltung. Um den Erdbohrer herstellen zu können, muss der Spieler das Erdbohrerschema lesen. Was ist das denn? Willst du mich verarschen? Okay, Kettensäge muss ich wahrscheinlich auch erst das Rezept lernen, ne? Kann ich nicht einfach so machen. Kettensäge. Nach Erlernen von Kettensägeschema. Ja, okay. Okay, Erdbohrer. Haben wir da noch weitere Infos, wo man das finden kann vielleicht? Beschreibung. Der Erdbohrer kann in einer Working Stiff-Kiste, in einem verfallenen Sedan oder in Garagen gefunden werden. Okay. Ja, Erdbohrerschema. Scheiße. Ja, ohne... Ja, muss man erst finden. Kann ich nichts machen. Ja gut, wir können ja ruhig noch mal ein bisschen auf Reise gehen vielleicht. Na, vielleicht finden wir noch einen. Warte, bin ich dabei, Tobi. Bin ich natürlich sofort dabei. Ich meine, wir haben die Zeit und die Ressourcen. Ja. Wir haben die Technologie und die Möglichkeiten. Das Auto. So, die Holzrahmen packe ich mal zum Holz hier einfach erstmal. Auch wenn es hier vielleicht nicht unbedingt reingehört. Eisen tue ich auch nochmal rein. Geschmiedeter Stahl kommt hier auch rein. 12 Oak Seeds. Kann der Tobi nachher wieder eine schöne Allee anpflanzen. Das finde ich gut. So, dann hier nochmal 15 Flaschen Wasser. Okay. Und was ich vielleicht mal mache? Nein. Oh, doch, Tobi. Nein. Oh, doch. Geschmiedetes Eisen 20. Ich brauche 40 geschmiedetes Eisen. Ja, das wird ja gerade ein bisschen knapp. Ja. Ach so, ist fertig. Cool. Eisen. Geschmiedetes Eisen. Wie viel kann ich gerade machen? 40 brauchen wir. Ich mache mal 50. Bisschen haben wir noch, aber ist egal. So. Da mache ich ja auch gleich was Schönes. Ach ja, eiserne Spitzhacke ging ja nicht, ne? Warum ging eiserne Spitzhacke nicht? Wahrscheinlich kennst du das Rezept nicht, Erik. Ach, Eisenspitzhacke geht, aber die Stahlspitzhacke, die ging nicht. Stimmt ja. Stahlspitzhacke fertigen. Kann ich nicht auf vorhin hier tippen trainieren. Okay, aber das so ist. Steel Items and Tools, Intellekt 8. Hilft ja nichts. What the fuck? What the fuck? Tobi, was ist los? Ich habe keine Ahnung, wo diese Ader hier noch hingeht. Oh, bist du immer noch am Eisengraben? Die ist schier endlos, habe ich das Gefühl. Das ist doch voll geil. Okay, muss man mit der Spitzhacke ran, das ist sonst Verschwendung. Aber ich komme raus, meine Spitzhacke ist kaputt. Alles klar. So, let's go. 598 mit Zement oder was? Oder Beton? Ja. So. Da musst du dir auf jeden Fall mal angucken in nächster Zeit. Schlussig. Das mache ich auf jeden Fall sogar. So. Tobi. Knapp 590 Betonmischungen gehen hier durch. Tut gerade durch. Boah. Das reicht ja dann für ein bisschen was. So. Ja, stimmt. Wie sieht's denn hier aus mit dem Stahl? Boah, die haben hier überall so Kuhlen gegraben, hier unten in den Gräben, ne? Voll krass. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Achso, ich kann... Ach, kann ich noch nicht. Okay, Eisenspitzhacke. Moin! Moin! Du
Wie viel Eisen hast du denn gefarmt? Warte. Ja, 910 waren das jetzt. Boah, schön. 4000 Steine, wir haben jetzt 5000. Alter. Das Eisen hau ich gleich mal hier, ne? Oder? Gönn dir. Das hau ich gleich mal rein. Schmelze zusammen mit den 3000 Steinen, die wir sowieso gerade noch da drin haben. Alter, nice. Läuft, Erik. Wir haben Clay müssen wir wieder, ne? Wir müssen mal wieder Lehm holen. Wir haben nur 18.000 hier in der Schmiede. Oh, haben wir da hinten nicht auch noch was drin? Ja, geringfügig. zwei, drei dürften sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. 12. Ja, sind auch nochmal um die 15.000, hey. Ja, was soll's, was kostet die Welt, du? Oh, für was brauch ich, denn? Ach, Clay brauch ich. Apropos Clay, ich brauch mal eben. Nee, das kann's ja nicht sein. Oh, es sind momentan nur 59 Iron drin. Oh, da kommen die gerade pünktlich. 69, warte mal, 69. Oh, ein Eisenstück gibt 5 Iron in der Schmelzung. Das heißt, das sind 5000 Iron oder so, die du gerade geholt hast. Bitte was? Krass. Das wäre natürlich geil. Ich hätte das auch schon gewundert, weil das sind jetzt. Ich hab's voll wenig von diesen Eisenstücken nur rausgekriegt. Das hat mich jetzt echt gewundert. Das ist cool. Ja, okay, ich muss noch ein bisschen warten. Warte noch kurz. Ich muss noch ein bisschen mehr auf Eisen warten. Das dauert auch ein bisschen, Tobias. Wie lange denn? Weil wir sind schon bei 32 Minuten. Achso, warte. Eine Sache haben wir schon. Warte. Tobi? Ich möchte dir was kredenzen. Guck mal hier. Oh, Level 6 sogar. Was ist denn jetzt los? Ja, Mann, ich habe wieder gelevelt. Krasser Typ. Hier, dann gebe ich dir die hier mal. Dann kannst du die vielleicht verdingsen oder so. Oh ja, ja, ja. Stimmt, ich muss meine ja auch nochmal hier eindingensen. Voll geil. Einäschern. So, die hier zerlegen. Oh, gibt 150 Eisen. Nice. Das gefällt mir gut. Dann habe ich auch die Axt. Und ich wollte noch zwei Spitzhacken machen. Darauf wollte ich warten. Die werden auch Level 6. Ja, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Obwohl... Ja, das sieht gut aus. Aber ich mach mal alles hier. Nur noch 9 Iron. So. Da kann ich ja eine schon mal machen. Eise... Also eine Feueraxt, die haben wir. Eisenspitzhacke. Ach, du hast ja eh die Stahlspitzhacke, ne? Ja. Ja, okay, dann brauchst du die Eisenspitzhacke, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, deine hält dann länger, ne? Aber ist, glaube ich, besser für Rohstoffe. Ja, ich glaube auch. Also deine ist besser für Rohstoffe. Stahl kann ich noch nicht, das kommt erst nächstes Mal. Wenn ich beim nächsten Level ab... Enttäuschen, Erik. Tut mir leid, ich bin halt ein Bob. Zerlege ich die. So... Wie ist das mit gecrafteten Waffen? Die werden ja auch alle ein bisschen high-leveliger dann, ne? Ich glaube, ja. Abgesehen davon, dass wir, glaube ich, keine Waffen craften können, es sei denn, du würdest das lernen. Weil ich krieg's bei mir nicht mehr hin. So, okay. Das wird ja eh noch ein bisschen dauern. Ich pack das mal da rein. Oh. Was denn? Beim nächsten Year Science. Ja. Ne, beim übernächsten leider erst, kann ich Raketenwerfer craften. Das finde ich sehr gut. Das ist wow. Das ist halt, was die Welt braucht. Mehr Raketenwerfer. Absolut. Haben die ein CO2? Haben die CO2-Ausstoß? Ich glaube nicht. Nee, ne? Also sind die auch umweltfreundlich. Ja. Weiß ich mal ganz ehrlich, was kann man mehr tun für die Umwelt als das? Ja, dann hätte halt auch keiner mehr Probleme, ne? Wenn alle Raketenwerfer hätten statt Kohlefabriken, statt Kohlereaktoren, dann wäre die Welt einfach ein besserer Ort. Ja, absolut. So, 300 Eisen. Ach komm, das nehme ich mal mit. Vorsichtshalber, man weiß ja nie. So. Okay, ich bin einigermaßen ausgestattet. Die Gartenhacke brauche ich, glaube ich, gerade nicht. Die tue ich dann mal wieder hier zu den anderen Tools. Gartenhacke aus Eisen. Garten.
Und die kann ich hier nochmal einschrotten. Die brauchen nämlich auch nicht mehr, die Eisenspitzhacken. Genau wie den Schraubenschlüssel. Die haben wir eigentlich auch nicht. Die eiserne Feueraxt brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Ach, das ist doch noch eine stählerne Feueraxt. Naja, ich bleib mal bei meiner. Was soll's. Okay. Und Steinschaufeln werden wir auch nie wieder brauchen, oder? Ich glaub nicht. Okay. Ist hier noch irgendwo eine Steinaxt drin? Ja, ich wusste, hier war noch eine Steinaxt drin. Und aus irgendeinem Grund noch ein alter Stuhl. Ich weiß nicht, warum der Tobi den mitgeschleppt hat. Ich habe keine Ahnung. Den ja. Kann man noch verwenden, Erik. Der ist doch gut. So, zerlegen, zerlegen, zerlegen. Oh, es dauert immer so lange. Aber wir kriegen gut Eisen. So. Boah, schön. Gut. Aber wir wandern ja erst in der nächsten Folge. Das wird ja hier nicht sein. Ja, würde ich auch sagen. So, okay, die Dinger soll ich zuerst zerlegen. Gibt ganz ehrlich, die Steine, ich kann die auch zerstören. Das geht gar nicht. Dazu brauche ich das. Oh nein, ich glaube, ich habe eine Eisenschaufel aus Versehen. Nein. Was? Hast du gemacht? Ja, leider. War ich gerade doof. Ach, Erik, ey. Das kann ich mir nicht mehr verzeihen. Wir könnten übrigens eine Allee aus 52 Seeds machen. Das möchte ich gerne sehen. Huch! Was ist da hinten? Was macht denn der hier? Moin! Oh, es sind zwei. Mensch! Du legst hier nieder, was für Preise! Hey, Level up, jetzt kann ich Stahl. Toll. So, Hammer and Forge. Ah, nee, doch nicht. Oh, er ist aber Level 70. Was? Oh. Oh, Heilige. Oh, ach du Kacke. Was sind wir jetzt? Wo sehe ich denn das überhaupt? 46, oben beim Charakter-Tab. Okay. 47, okay, das kann ja noch dauern. Oh, hier gibt's auch Statistiken. Stamina, Nahrung, Wasser. Okay, Zombie-Kills 262, zurückgelegte Kilometer 66. Okay. Wow. Mach ich mal sowas? Salvage Operations? Lucky Looter. Ich überlege gerade, ob ich auch mal ein bisschen Kampf mache, zumindest wieder. Ja, mach auf jeden Fall. Du brauchst auf jeden Fall auch Punkte drauf. Oh, hier. Harvest 40% more from ore, stone, terrain, box and trees. Ach, Kampf. Ist das gut? Increase block damage. Achso, das ist das. Nahkampf. In light weapons like clubs, machetes or even bare fists. And beating the tar out of your opponents. Melee-Attack bei 5%, das ist so wenig. Bladed or pointy weapons? Meinst du nicht, dass Knarre besser wäre? Ich glaube schon. Ich glaube, irgendwann bringt uns, glaube ich, der Nahkampf nicht mehr wirklich viel. Das glaube ich auch. Reduce Melee and Tool Stamina Usage. Oh. Ja, das wäre vielleicht auch ganz gut. Das Sexual Tyrannosaurus wäre, glaube ich, auch ganz gut. Ist das das Ding, wo man mehr tragen kann? Nee, das ist das, wo man weniger Ausdauer verbraucht bei Tools und bei Schlägen. Ah, okay. Cool. Okay, Pain Tolerance. Reduce HP Loss bei 15%. Das ist eigentlich auch ganz gut. Living of the Land 4 würde ich gerne machen, aber ich glaube, das brauchen wir auch nicht mehr unbedingt. Huntsman from Animals. Okay. Heavy Armor. Specialized in shielding yourself with iron steel, becoming an unstoppable behemoth on the battlefield. Increase heavy armor rating by 10%. Ich kann ja Steel Armor. Ich kann ja Steel Armor schon machen, glaube ich, ne? Das weiß ich nicht. Oder war das die Iron Armor? Ach man, ich blicke inzwischen gar nicht mehr durch, weil das so viel ist. Ich glaube, es war die Eisen-Dingens. Hm,
Charging Bull, Light Armor. Increased Stamina Regeneration by 10% when sprinting. Hä? Oh lol. Ninja Movement, Hidden Strike from the Shadows. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Wo hast denn du deine ganzen Perks reingeballert? Warte. Wo war das hier? Strange. Also, ich habe Strange, habe ich auf 3 und habe da Pack-Mulle gemacht. Also, dass man halt mitnehmen kann. Ja. Und bei Draufprügeln habe ich Perception auf 3 im Moment und habe Boom Headshot habe ich auf 2. Boom Headshot? Wo? Wo war denn das? Bei Perception und dann unten das Vorverletzte über Run and Gun. Warte mal, ich bin noch ein. Wo ist denn das? Boom Headshot. Ich. Boah, ach Gott, ich bin gerade etwas überfordert hier. Wo ist. Bei dem Auge oben? Ja, ach hier. Ah, Boom Headshot, alles klar nach vorne, okay. Increase genau. Range Weapon Headshot Damage. Ja, das habe ich nur einmal gelevelt irgendwie. Ich habe aber bis jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwas gebracht hat. Run and Gun, irgendwie. Movement Penalty when Reloading. Okay, Hip Fire, okay. Okay, Boom Headshot würde ich gerne weitermachen. Auch. Ja, das ist wichtig, glaube ich, für später halt mal. Und dann to explode heads on hit, ich glaube, das sollte man sogar ganz durchmachen. Ja, aber das kostet halt auch wieder, ne? Das ist echt krass. Perception Level 3, ach du Scheiße. Ja, gut, weil hilft ja nix. Da ich ja nun mal gerne Headshots mache. Okay, dafür steigt auch Ranged Weapon Damage sowieso und Accuracy steigt auch. Okay, na gut. Archery, 10% faster aim with bows, reload and draw. Ich kann halt mehr Damage machen. Das ist mein, ne, das ist so mein Ding. Damage, Tobi, Damage. 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 Eine Blamage. So, gut, wollen wir in die nächste Folge und dann gucken, was passiert? Ja. Guck mal, das Haus wird immer besser da hinten. Ist schon 3 hoch. Ja gut, Rom wird halt auch nicht an einem Tag erbaut, ne? Das ist richtig. Und das wird ja quasi so groß wie Rom. Darf man nicht vergessen. Mindestens. Ja, dauert auch ein bisschen, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Es wird nie so schön sein wie das Bauernhaus. Es wird wahrscheinlich einfach am Ende so ein Kasten werden. Ja gut, das Bauernhaus ist doch aber auch mit Sachen gebaut, die man einfach craften kann eigentlich, oder? Das ist richtig. Aber gut, das... Ja, ich weiß nicht, ob ich das so hinkriege, Tobi, wenn ich ehrlich bin. Mal gucken, was draus wird, Erik. Hätte ich einen Map-Editor, sehe die Sache anders aus. Habe ich nicht, ist Überleben. Beim Überleben zählt einfach das Stabiles. So. Geil. Richtig. So, Tobi, du bist auch stabil, Bruder, und wir sehen uns nächste Folge. Geil. Geil, ich bin stabil, Bruder. Nice. Mach es gut, ne? Und tschüss, ihr Lieben. Tschüss.